Hallo, willkommen zurück zu einer neuen Folge von Jackbox 9. Heute mit Quicksort. Das ist ein Quiz, in dem wir irgendwie Antworten sortieren müssen oder so. Wir sind auf jeden Fall in Teams. Es ist Team Crocs gegen Team Flipflops. Die Namen haben wir uns nicht ausgedacht. What's up, Fully? Was geht? Wir sind die Crocs. Yeah. Und wir sind eigentlich Team eher Team Zahngrinsen. Okay. Team Zahngrinsen. Können wir bitte starten? Okay. Alles klar. Hey, ich freue mich, dass du beim Team bist, Mori. Welches Team seid ihr im wirklichen Leben? Seid ihr eher Crocs-Träger oder Flipflops? Oh mein Gott, wenn man Jackbox übersetzt, Würde niemals Flipflops freiwillig tragen. Ich hab's auch mehr Crocs getragen als Flipflops. Flipflops haben mich immer genervt, weil sie eher zum Flipflops. Ich hab nie Crocs getragen, aber ich weiß, dass sie besser als Flipflops sind. Ich trag manchmal Crocs tatsächlich. Als Hausschuhe. Okay, wir sind dran. Wurde nichts erklärt, Fully, wir wissen nichts mehr. Ihr könnt das Thema auf der linken Seite nehmen oder ihr versucht euch am geheimen Prompt. Wenn man Jackbox übersetzt, dann könnte man auch Bubenkiste dazu sagen. Erster Schritt, letzter Schritt oder geheimer Prompt? Ach komm, wir sind riskant, oder? Geheimer Prompt, okay. Wir sind risky unterwegs. Wir riskieren, wir werden es bereuen, oder? Ich hab keine Ahnung. Oh shit. Oh, ich kenn mich aus. Organ, gell? Von Rübe bis Becken, also von Kopf bis Arsch, oder was? Wie von... Ach so, ja, ja. Füttere das Müllmonster, hintere dein Gerät Leber am Einschlafen. Leber ist so mittig, ne? Ja, Leber was? Ist halt aber mehr Richtung Becken. Hier, ne? So, hier, ja, oder? Ja, so ein bisschen... vielleicht noch ein Stück. Jetzt spamme ich die linke Maustaste auf Füttern. Ja? So? So ist okay. Ich hab den Button, der heißt einfach runterdonnern. Hä, was muss ich denn machen? Ich kann füttern, aber ich weiß nicht, wofür das noch sein sollte. Doch, wir machen gerade was. Anus. Der ist... Also mehr Becken geht gar nicht eigentlich, ne? Hindere das Gerät am Einschlafen. Was machen wir hier, Mogi? Was ist los? Oh. Kann ich das so eigentlich machen? Ach, ihr müsst einfach nur irgendwie Beschäftigungstherapie machen wahrscheinlich dann. Ja, ich glaube auch. Damit das Handy nicht im Standby-Modus geht. Gehirn, also... Ganz ein bisschen über den Rand. Aber da könnte vielleicht Haare noch kommen oder so, ne? Es könnte Haut drüber kommen, aber... Haare ist kein Organ, ne? Nee, Haare sind kein Organ. Haut könnte noch kommen. Na, Gehirn ist halt voll in der Rübe. Wo würdest du die Haut platzieren? Überall. Ja, eben. Überall wollt ihr sie platzieren. Blase. Ist ein ganz breiter Button. Eine Blase unter der Leber und vom Anus. Ja, hier so, ne? Oder vielleicht doch hier? So. Ich weiß nicht, was... Ist das schlimm, wenn das so hoch? Das so nein, die werden danach schon zusammengepresst. Ich hab keine Ahnung. Ja, die Augen, die sind ja voll in der Rübe, du. Aber nicht genau beim Augen Gehirn. Und Gehirn sind auf der gleichen auf derselben Ebene. Höhe, ja. Nein. Gehirn ist doch weiter oben. Die sind ein bisschen niedriger als das Gehirn. Nein, sind sie nicht. Nein, sind sie nicht. Bei mir schon. Oh, warte mal. Leber und Magen sind ungefähr... Ja, doch. Oder? Ja, doch. Ja. Ja. Ja, ich hab das Gefühl, man kriegt nur so viele. Ich dachte, der Magen wäre ein bisschen niedriger als die Leber, aber ich weiß es gar nicht. Ich weiß ehrlich gesagt auch gar nicht. Kehlkopf, das ist niedriger als das Gehirn. Hier, ne? Ja, ich würde eher da machen, wo du Augen hingepackt hast. Ich habe übrigens aufgehört, das Müllmonster zu füttern. So, ja? Ja. Gut. Wie viel kommen hier? Das vorletzte ist das jetzt. Dünndarm. Ja, Darm ist bei der Blase, ne? Auf der Höhe, oder? Es ist ein bisschen über der Blase schon, oder? Ja, stimmt. Aber der Dünndarm, ist der da auch höher? Möchtet ihr lieber säuren oder blasen? Lunge. Ja, die Lunge, die muss jetzt eigentlich so noch... Oh, ja, Junge. So, ne? Ja. Lauge. Aber beim Fisch doch lieber so. Ja, mach da. Okay. Das sieht ziemlich gut aus, was ihr da gemacht habt, muss ich sagen. Was heißt denn aussortiert? Dass du aussortiert wirst. Zieh dich. Oha! Oh! Yo! Ja doch, das sieht gut aus, das sollte nicht mehr schief stimmt, gehen. Stimmt, kommt John und ich jetzt irgendwie Film oder so. Scheiße! Oh mein Gott! Let's go! Aber Morgi, das schlagen wir doch mit links, oder? Ja, mal schauen, was wir für ein Thema haben. Das wird einfach. Wir kriegen bestimmt ein genauso gutes Thema. Aber das war jetzt nicht das schwerste Thema, muss man sagen. Nee. Unseres wird genauso leicht. Aber wir waren auch einfach gut, ne? Um ehrlich zu sein. Team Flip und Flop. Okay, nächster Blitz in den Geheimer Prompt, bitte. Doch, also den Planeten kann ich. Oh, bitte mach geheim. Wisst ihr sehen mit dem Planeten? Aber es macht keinen Spaß, Geheimer Prompt. Opa. Ich liebe ein gutes Geheimnis.
Also ihr oh nein. Tiere nach Anzahl ihrer Zähne. Nein! What the fuck? Oh, Junge. Das ist einfach so wie Planeten und dann das. Das mit den Planeten ist halt einfach, wenn man es weiß. Aber möge Delfine. Trotzdem Fehler gemacht. Die haben richtig viele Zähne, oder? Ja, Delfine würde ich auch würde ich hier hinpacken. Diese lange, ja komm, sehe ich. Lange Schnute. Runterdonnern. Menschen haben nicht so viele, aber weniger als Leibniz-Kekse. Wollen wir uns hier hin platzieren oder ein bisschen weiter links? Ach shit, links ist wenig! Nein! Links ist wenig. Oh mein Gott, das habe ich nicht gesehen. Ich wollte gerade sagen, wo packt die Delfine eigentlich? Wieso haben wir das beide gedacht? Ich weiß nicht. Naja, vielleicht haben Delfine nicht so viele Zähne, sondern es zählt als ein Zahn oder so. Weinbergschnecken. Komm schon. Lass mich jetzt nicht im Stich. Zähne, ne? Aber nicht so viel. Lass mich jetzt nicht im Stich. Ich bin mir unsicher, womit sie sonst. Nicht. Ah doch, die. Womit beißen sie sonst die Blätter ab? Ja, die müssen jetzt irgendwie ab. Fucking Opossum! Keine Ahnung, wahrscheinlich ein bisschen weniger als der Mensch. Ja. Das ist das dämlichste Thema, oh Gott, ich hab keine Ahnung. Das ist wirklich scheiße schwer. Ich hab keine Ahnung. Blauwale. Die haben keine Zähne, oder? Die haben noch Barten. Ja. Hoffe ich. Oh ja, mach so. Noch weniger. Weinbergschnecken. Wann kommt mal was mit richtig vielen Zähnen? Sind das mehr als beim Mensch? Nee, ein Hund hat weniger als ein Mensch. Die haben schon wirklich viele vorne auch. Meinst du? Das ist voll ähnlich, glaube ich. Mensch hat jetzt auch nicht so wenig. Ich hätte gesagt, die haben weniger als Menschen. Hätte ich auch gesagt. Shit. Also. Einiger Tor. Also, der ist jetzt, komm schon. Ich glaube, gehen wir am Rand ran. Ich glaube, die haben gar nicht so haben viele, die oder? So viele Zähne? Aber die haben schon viele. Ein paar haben schon. Oh, weiße Eier haben aber meisten. Noch weiter rechts. Ja. Da ist noch Platz. Zähne. Das sind ein paar Zähnchen, die haben. Da kommen wir mal mehr nach. Komm schon, das mit den Delfinen wusste nur keiner, dass die eigentlich ganz wenig haben. Hat der halt mehr als ein Hund? Ich habe das Gefühl, dass es alles relativ ähnlich viel ist. Machen wir eine Spur mehr. Okay. Vielleicht ist ein Säbelzahntiger. Ein Klacks mehr. Ihr seid fertig mit sortieren. Ich bin fertig mit allem. Ja, der Delfin ist ein bisschen unlucky gewesen. Okay. Oh, wir haben 14.000! Wir haben die meisten, holy shit. 14.000 zählt doch nicht als Zähne. Holy shit, okay. Das war ja sauschrecklich. Okay. Kriegen wir nicht mal für die Reihenfolge aber irgendwas? Ich meine, wir hatten eins richtig, also. Doch, für die Reihenfolge kriegen wir was. Oh. Nein. Es hätte schlimmer laufen können, das stimmt. Wir hätten die scheiß Planeten nehmen sollen. Ja. Es wird verrückter, Leute. Jetzt geht's auf richtig los. Bisschen crazy. Okay, was ist es? Zeit zu wählen. Aber nö, ich finde den Geheimprogramm. Kleinste Fläche. Ey, das klingt doch nach uns, oder? Geheim ist immer besser. Ich weiß nicht, was ihr wollt. Gemeint ist. Erdkunde sollte ich. Okay. Ja, wir sind doch die Geogesser-Spieler, oder? Scheiße, der Fully und der Maeve. Das sind die Geografen hier. Stürzen wir uns kopfüber. Also, gleich werden wir uns an. Oh nein, die Gewässer da. Gewässer, ah, das weiß ich nicht. Okay, links klein, rechts aber groß, ne? Nicht okay, falsch links machen. Klein, rechts groß. Okay. Du fängst an, glaube ich. Was? Oh. Oh oh, ihr müsst jetzt noch die Fehler finden. Es gibt Fehler hier drinnen? Ja. Südlicher Ozean. Das ist zum Beispiel Fehler, oder? Den gibt's nee, nicht. Es gibt einen südlichen Ozean. Aber heißt er so? Der heißt nicht so. Der heißt doch so, oh, oder? Oh, Johnny, sei froh, dass wir das nicht machen müssen. Ich meine, John, der heißt so, oder? Du weißt gar nicht, wie entspannt oder? Ich gerade bin. Oh, das ist so Schadenfreude gerade. Okay. Ich hoffe. Ich weiß nicht, ob es einen Viktoriasee gibt. Habe ich noch nie. Irgendwo gibt's bestimmt einen. Wenn es einen gibt, dann wäre das doof. Aber ich habe keine Ahnung. Nee, es gibt einen Müll. Es gibt falsche Prompts. Müll, glaube ich, ja. Scheiße. Warum haben wir das genommen? Oh nein! Indischer Ozean, die gibt's. Oh, ist der aber größer als der südliche? Ne, der ist kleiner, oder? Der ist riesig. Ja, der ist. Ah, ich mach den Meer. Das ist auch ganz groß. Das ist das komplette Meer unter Indien halt, ne? Ja, ich sag ein bisschen mehr als Süd. Oh, es ist so schwer zu sagen wegen der Runde. Ja, weil der ich Erde. Ich kenn's halt nicht. Pazifik ist aber groß. Der ist der größte. Pazifik ist zwischen Europa und Amerika, rechts, ne? Ganz rechts, Maeve. Maeve! Ist es denn zu glauben, dass er aus Europa kommt? Maeve, was machst du? Pazifik ist aber am größten! Das ist das größte Gewässer überhaupt! Ja. Okay.
Nee, der Atlantik ist es, ne? Was ich meinte. Ja. Der goldene See, Freunde. Kenn ich nicht. Das ist Müll, oder? Weg damit. Da bin ich letztens ins Klo gemacht. Da ist doch, oh, verdammt, wie Eldorado. Atlantischer Atlantik. Ozean. Das ist das, was ich meinte, ne? Ja, der ist größer als Indischer, aber kleiner als Pazifik. Ja? Nein, weiter rechts. Ja, ich hab mich verklickt. Ja. Bleib ruhig. Mama, weiter rechts! Spann dich doch mal! Panik. Ich hab keine Zeit! Nee! Dass man überhaupt so viel Platz hat für die Scheiße, man kann gar nichts falsch machen. Ich hoffe, du meinst nicht den mit südlicher Ozean, aber. Nee, das ist der im Norden, aber ich weiß nicht, wie groß der ist. Ja, kleiner bestimmt dann, oder? Ja, ich sag das. Was machen wir hier eigentlich für eine enge Geschichte hier hinten? Was soll das da? Wir haben so viel Platz hier auf den Scheißband. Ja. Tsunami. Das bringt euch halt vor allem auch nichts. Das ist kein Gewässer. Nein, das ist kein Gewässer. Weg damit. Bam. Ob das der erste richtige Müll war, oder das andere vielleicht echt ist? Tsunamis sind nicht aus Wasser, die Idioten. Karibisches Meer. Ja, das ist aber nicht so groß. Das ist wahrscheinlich die Karibik einfach. Morgi, ich hab das Gefühl, egal was wir nehmen, wir haben ein besseres Thema. Nein. Ich hab das Gefühl, sie haben sich ziemlich okay geschlagen, soweit. Mittelmeer. Das kommt in die Mitte. Ja, hab ich auch gesagt. Hier so, ne? Ja, ich denke, es ist ein bisschen größer als die Karibik. Mittleres Meer. Was? Ist das Mittelmeer nicht klein? Das ich weiß es kleiner. Nicht. Meinst du? Absolut. Arabisches Meer. Ja, das ist. Ist das ein Sandmeer? Nee, das gibt's doch gar nicht, oder? Ich weiß es nicht. Geh nach links auf jeden Fall. Ich glaube, das gibt's nicht. Müll oder nach links? Ich sag, es ist Müll. Es gibt das Rote Meer und sowas, aber Arabisches Meer? Ja, hab ich auch nicht gehört. Fandameer. Ja, weg damit. Ja, das kann weg. Oh ja, Gott, ich mein. Okay, wir haben schon ein bisschen, also einiges haben wir richtig, aber wir haben trotzdem irgendwo reingeschissen. Haben. Ja, bestimmt. Bestimmt. Wir haben ein bisschen viel weggeworfen, glaube ich. Oh, ich habe Angst, dass wir irgendwas Sinnvolles weggeworfen oder haben. Oder vielen zwei. Ja, ja, aber es ist nicht viel kleines Mittelmeer. Ja, die okay. Serie zählt trotzdem. Yeah. Ja, okay, immerhin haben wir das richtig. Arabisches Meer gibt's auch, scheiße. Und was haben wir vergessen? Warum wurde es nicht angezeigt? Aber ich hätte ich hätte gedacht, dass das Mittelmeer. Das hatten wir denn falsch? Kleiner ist. Arabisches Meer hatten wir. Oh nein, jetzt sind wir dran. Das wird easy, Morgi, keine Sorge. Team Flipflop. Ich bin für die Dateien. Oh ja. Komm. Oh, das ist doch jetzt leicht, oder? Ich glaube nicht. Ich glaube, das wird super. Natürlich wird's schwer. Aber irgendwie ist das cool. Ich will wissen, was da abgeht. Kleinste Datei bis größte Datei. Ja, kommt jetzt. So oder so kein Platz auf schönes Festplatte dafür. Das ist ein Megabyte. Oh. Oh, okay. Ich meine, das ist ein JPEG, oder? Und das ist eine relativ kleine Datei. Ja, aber meinst du nicht, es kommen noch so viel simplere Sachen wie Textdokumente oder so? Ich würde im linken Drittel. Ja. Androids machen 4K-Bilder, ne? Ich glaube, wir machen deswegen, also, JPEGs. Das ist sowieso dumm, einfach zu sagen. Also, es kommt ja ganz drauf an, maximaler Gmail-Anhang ist ein bisschen. Maximaler Gmail-Anhang müsste 10 MB oder sowas sein. Ist irgendwas super winziges. Weiß ich nicht mehr, auf jeden Fall nicht genug. Ja. Mal mit Mitte. Was? Das ist was? Müll oder was? Ja, okay, das ist Müll. Es gibt Müll. Ich hatte überlegt, ob ich es vergesse. Pass auf, ich habe hier eine normale Zauberflöte. Hä, ihr wisst nicht, was eine Zauberflöte ist? Wie groß ist denn die? Oh, die kann sich sehen lassen. Schätze das Volumen des menschlichen Gehirns. Oh, das ist doch bestimmt viel zu viel, oder? War bestimmt 5 Terabyte. Ja, mindestens. Ich würde sagen, das ist Müll. Das passt doch auf die externe. Nein, das menschliche Gehirn kann bestimmt Informationen sein. Super Mario Bros. Viel kleiner. Das müsste irgendwas, keine Ahnung, 64 Kilobyte oder sowas sein. Ja, ja. NES-ROMs, die waren sehr witzig. Alles, was dazwischen kommt, kann man ja auch wortwörtlich da oben drüber stapeln, das passt. Oh, meine Kröte. Das ist doch ein 20 Megabyte. Haben wir da noch irgendein Wort, irgendwas mit Toad oder so, was es gibt? Ich meine, wir sind Team Flipflop, wir sollten uns damit auskennen. Was? Ein Flipflop ist auch ein, Meinst du das auf iTunes? Ein... Ich würde sagen, größer, kleiner als Gmail-Anhang, aber größer als Android-Safe. Das passt ja gut rein. Ja, würde ich auch sagen. Könnte ich mir so vorstellen. Flipflop ist irgend so ein... in der Elektronik angewandtes Gerät, weil er auch so schaltbar. Oh, das ist schwer für Johnny. Ein Textdokument. Mit A-Buchstaben, das kannst du nicht eintragen. Das geht nicht. Vorsicht, dass der Müll... Ist das ein ganzer Byte, doch? Ich hab Angst.
B-Movie in HD. Das heißt den Gym-Anhang und kleiner einfach. Ist das menschliche Gehirn. Ja. Weiß nicht. Ich mach's mal hier, damit es ein bisschen balanciert ist. B-Movie konnte man auch, genau wie Shrek, auf Discord ganz am Stück sehen, aber war sehr runtergerechnet. Maximal das muss Johnny wissen. Twitter-Video. Ja, nicht allzu groß, müssten, keine Ahnung, 200 MB oder sowas sein. Oder 150 MB, glaube ich. Oh Gott, ich hoffe, da kommen nicht noch mehr in die Richtung. Schon wieder! nein, das war eine Flöte beim letzten Mal. Und, aber das andere war eine Kröte. Jetzt ist Kröte. Eine Kröte. Oha. Wahrscheinlich, ja, irgendwie sowas. Oh, meinst du? Kleiner als ein Text. Weißt du was? Nein, wir machen dazwischen. Ich hab keine Ahnung. Was hast du denn was gesagt? Die paar Bytes. Verdammt nochmal. Aber er hat's trotzdem gemerkt. Ich frage mich, ob das menschliche Gehirn nicht vielleicht sogar Müll war. Nein. Nee. Kann irgendwie, wie viel man sich merken kann. Das hat bestimmt einer ausgerechnet. Von der Anzahl her klappt's. Oh shit, wir haben das alles falsch. Nur wir haben die. Stark. Jo. Stark, liebe Freunde. Gleich passiert irgendwas. Stark. Eine Million Gigabyte. Starke Auswahl. Let's go, Moggy. Yes, dachte, das war ein Comeback, mit dem ich nicht gerechnet hätte. Ich dachte, wir hätten es einen versetzt gemacht. Let's go! Schönes Ding. Das haben sie gut gemacht, muss man sagen. Ihr habt es in die dritte Runde geschafft. Die letzte Runde. Um die Sache spannender zu machen, das Gefühl mit den Speichergrößen war man im Vorteil, wenn man... Zwei Chancen? Das war auf jeden Fall... Also, er hätte kein besseres... Wenn man mit der Datei hochladen arbeitet. Ist ja für uns arbeitet. Egal, lieber, weil ihr perfekt machen, ne? Wir haben wortwörtlich bin über Festplatten und so shit geredet. Oh, wir müssen Jahre sortieren mit Sachen wahrscheinlich, die da passiert sind in den Jahren. Boah, von 82 bis 21. Weiß ich nicht. Trauen wir uns das zu? Ist schwer. Ich würde geheim sagen. Ich will nicht zu trauen. Geheim, euch. Traut euch. Ich hab geheim gesagt. Oh nein. Ja, die beiden haben reingegangen. Ich hab dich nicht. Ah, das ist aber eine coole Kategorie. Spiele das ist des aber, Jahres? Das ist aber eine super coole Kategorie. Wenn es nicht um Brettspiele geht. Okay. Das geht schon, Videospiel, ist ja ein Videospiel. Dominion. Spiele des Jahres! Hey, Dominion ist doch bestimmt ein altes Ding, ne? Kenn ich leider nicht. Muss sehr alt sein dann, oder? Ist bestimmt alt. Ist es so alt? Ich war ein bisschen. Ja, bauen wir da so hin so. Da guck ihr was? Fuck. Auf jeden Fall ist das auch ein Fehler gewesen. Vielleicht gibt's das auch gar nicht. Codenames gibt's nicht, oder? Das. Ich weiß nicht. Vielleicht nicht. Oh, es gibt Codemasters. Es war. Ja, ich kenne auch nur Codemasters. Oh nein. Ich habe leider keine Ahnung. Naja, Codenames. Ey, Maeve, ich habe Codenames gerade auf Amazon bestellt. Ich schenke das meiner Schwester zu Weihnachten. Nein. Doch, wirklich. Peinlich und Co. ist das. Ich kann es euch zeigen. Was also, ist bitte peinlich und Co? Also, es sind keine Videospiele, sondern. Es sind Brettspiele. Gesellschaftsspiele oh, halt. Ich weiß es. Ich hab das Codename ist doch. Oh mein Gott, wir haben so reingeschissen. Gerade die Siedler, oh, das ist ein Klassiker. Das gibt's auch als Videospiel. Ja, irgendwas in den 90ern kam das. Ja, ein bisschen mehr rechts oder so. Na, ich würd's hier hinpacken. Vielleicht hier. Peinlich und Co. ist das. Ich kenn Peinlich und Co. kenn ich halt null. Ich kenn nur Siedler bisher. Ich kenn die alle nicht. Ich kenn das auch nicht. Ist ich das ein Spiel? Oh mein Gott, ich bin so erstaunt. Ich liebe es, dass Johnny die Scheiße einfach kennt. Ja. Aber sonst niemand. Ja. Auto. Was ist das? Oh nein. Ich glaube, Auto im Auto gibt's nicht. Ich würde sagen, das ist kein Brettspiel. Ja, stimmt, hätte auch sein können. Peinlich und Co. Das ging. Das ist der zweite. Das ist der zweite Teil von Peinlich und Co. Peinlich und Co. Peinlich und Co. Nee, das Gefühl, ist Bullshit. Ich hab das Gefühl, es wäre andersrum. Das ist warum war das so ein Bild? Peinlich nicht. Bei Heimlich und Co. Zug. Auto im Auto. Das ist der zweite Teil von Auto im Auto, oder? Achso, ja, natürlich. Das kam ein Jahr später raus. Ah, Zug um Zug habe ich gerade erst das erste Mal gespielt. Oh, das gibt's also, ja? Vor, ja, auf Mikro der. Auf Makro? Vielleicht ist das ein Spiel für mich. Neues, oder? Habe ich auf der Polaris in Hamburg gelernt, das Spiel. Keine Ahnung. Ich auch nicht. Aber da stand irgendwas noch mit City dahinter. Oh, Carcassonne, das kenne ich. Ist das neuer Siedler? Das ist neuer, ich glaub, das oder? Ist neuer, oder? Ich kannte bisher nichts außer Siedler. Ich habe Carcassonne schon mal gehört. Nicht? Wirklich? Carcassonne ist das Lieblingsspiel nicht, meiner Mutter. Aber wobei, ist ein cooler Name, aber. Ich spiele nicht so auf Brettspiel mit deiner Mutter. Ich bin eine sehr aktive Brettspiel-Familie, wie es aussieht. Ich kenne so viel davon. Märchenland. Ist das zweite Teil von Sagerland? Ich kann dir sagen, dass es Zauberberg gibt, aber Märchenland kenne ich nicht.
Oh, nee, keine Serie. Gott. Ihr wart zu eng beieinander die ganze Letzter Zeit. Letzter Versuch. Nein, es war zu viel falsch. Es war alles falsch, scheiße. Ach so, ach du Scheiße. Ja gut, und jetzt? Weißt einfach auch, in die Mitte Zug rein. Kriegen noch einen Versuch oder was? Dann hau Auto im Auto weg, dann gibt's es nicht. Ja, es gibt Zug um Zug. Ich helfe ihnen. Das ist nicht smart. Dominion gibt's doch. Meinst du? Ich meine, das gibt's. Auch hier hinten irgendwo? Ja, mach das dahin. Das ist echt schwer mit diesen Jahreszeiten. Drunter und drüber. Das klingt halt, im Spiel? Das klingt halt so ein bisschen wie so ein Brettspiel, aber eigentlich auch nicht. Oh, hier geht's aber drunter und drüber. Haha. Jungs, ich hab doch eben schon gesagt, dass ich das kenne. Ja, wir haben nicht alles zugehört. Ja, aber ich höre dir nicht zu. Ja, das stimmt. Peinlich und Co. ist bestimmt Bullshit. Heimlich Hey, das ist doch unser gegnerisches Team, Johnny. Heimlich und Co. hat er, Heimlich und Co. hat er gesagt, Kinder, ne? Aber Peinlich und Co. wahrscheinlich gibt's ja nicht. Ja. An eurer Stelle wäre mir das echt peinlich. Peinlich und Co. Wer von euch ist so peinlich und wer ist Co.? Das hat er geholt, das muss weiter vorne sein. Das ist ein modernes Spiel. Oh, fuck. Ich hätte das war nicht weiter vorne. Man kann ja noch dazwischen stapeln. Dann mache ich die Siedler hier so hin, ne, oder? Na, die, ja, mach die da mal, ja, genau. Carcassonne auch weiter vorne, denn, ne? Wenn's da, das gab's irgendwie auf Steam mal so als Version. Carcassonne ist doch bestimmt. Daher kennst du Maple so. Carcassonne ist älter. Heimlich und Co. Heimlich und Co. Das hat er bestellt? Muss auch relativ neu sein. Carcassonne, sage ich, ist aus 94 oder so. Und jetzt haben wir in den Müll geworfen, deswegen war es gepflegt. Märchenland. Märchenland klingt nach etwas, was ich mal gespielt habe. Er hat gesagt, er kennt es nicht. Ich kenne aber, ich weiß es nicht. Meinst du, es gibt's nicht? Ich wusste ja nicht, dass ich einen zweiten Versuch bekomme. Nein, das ist schon okay. Ich denke auch, wenn es mit dir ein bisschen Hilfe habe, ich denke, es ist trotzdem. Ich hab da bestellt. Ich glaube auch, dass er bestellt, das ist neu, macht das vorne. Ich glaube auch, ja eben, das war die Hilfe. Ich glaube halt, dass ich auch. Noch einer nach links. Nein! Ich glaube, dass ich auch selber nicht besser abgeschnitten hätte, ehrlich gesagt. Oh, gleich stellen ist bestimmt. Das ist halt so, das ist das unfairste Thema, was man haben kann. Komm schon. Da gibt's was. Oh, was? Fuck. Oh, wir sind nicht schlecht. Oh, das ist Carcassonne. Nein, das ist Müll, okay. Okay, ja. Da kommt, Carcassonne kommt da an den Anfang, oder? Das nee. Stimmt. Es kommt dahin. Oh, okay. Ja, wart, ihr habt euch doch gut gerettet. Mein Gott. Das mit Codenames und Mikro Magma, ich falsch weiß war. Nicht, ey, ob das gut. Wir hatten jetzt keine also gemessen am Thema Serie, war das doch eine gute Rettung. Aber wieso dürft ihr das nochmal machen? Wenn gut, dass Johnny so viel erzählt hat. Ja. Weil das die, ich wurde gerade gesagt, zwei Versuche. Haben wir auch nur nicht zugehört? Versuch? Ja, ihr habt nur nicht zugehört. Geheim oder wollen wir 1989 machen? 89, oder? Machen wir auch. Das mit Jahren halt super schwierig, egal was. Machen wir auch die Jahre. Aber machen wir. Die Entscheidung ist gefallen. Dann Radler. Aber wenn jetzt was kommt, was ich besser kann. Radler. Oh mein fucking Gott. Bitte. Oh, wir haben null Anhaltspunkte für irgendwas. Es tut mir so leid. Baum des Jahres macht doch gar keinen Sinn. Die werden ja nicht entdeckt oder so. Die wurden einfach ist nur. Ist ein Speier, klingt wie ein Vogel. Fucking es tut God. Mir so leid für euch. I'm oh so mein sorry. Fucking nee. Gott. Das ist halt noch viel schlimmer als Gesellschaftsspiele. Weg mit der Scheiße. Was? Hundekirsche, existiert das? Tolle Hundekirsche. Ja, komm, Maggi, machen wir es kurz und schmerzlos. Ja. Yeah. Vogelkirsche, die existiert auf jetzt. Oh, die Hundekirsche existiert wir, nicht. Wir wissen ja trotzdem überhaupt nicht. Ja, stimmt. Wo, wann das gewählt wird, da gibt es ja keinen Anhaltspunkt für. Die klassische Eiche scheint mir in der Moderne Gefallen gefunden zu haben. Ich hätte sie älter angesehen. Die Eiche gibt es natürlich schon länger. Die Eberesche? Oh, das ist ein klassischer Baum. Ich glaube, das war einer der ältesten in Mecklenburg-Vorpommern vorhandenen Bäume. Wacholder. War eine Esche. Die Mitte ist noch so leer. Ist Wacholder nicht im Busch? Ich wollte auch gerade sagen, gibt doch Wacholderbeeren. Ja, ist das jetzt kein Baum oder was? Keine Ahnung. Schlafholder, ist das ein Baum? Büsche sind Bäume? Büsche sind Bäume? Ja. Büsche sind Bäume. Büsche. Die haben Holz. Sind Büsche. Jam. Buch ist ein Klassiker. Starke Buche, aber ein bisschen altbackener, ganz klar. Nein. Aber nicht so altbacken wie die Eberesche. Büsche sind keine Bäume. Was? Sag das doch nicht, Fully. Die haben noch eine zweite Chance nachher. Aber dann meinst du, glaube ich, nicht sowas wie
Aber Bäume sind Büsche auf Balken. Halt doch die Klappe. Ja, okay, von mir aus. Also, ja, so Robin Hood. Zum Beispiel eine Palme ist halt ein eindeutiger Baum. Kennt und ihr den Robin Hood Baum nicht? Aber hey, so, das so ist doch, da ist doch eigentlich Robin Wood, oder? Ja. Linde. Die gute Linde. Linde. Die Sieglinde. Geht doch in eine Serie. Die war hier irgendwo. Da war sie dran, in 2010. Rubinie? Das weg klingt mir zu erfunden. Weg der weg mit der Scheiße. Wir haben schon die Hundekirsche drin, die es vermutlich nicht gibt. Ziemlich sicher sogar. Keine Serien. Ja, das ist ja. Aber Eiche wirklich ganz hinten. Eiche war. Und die Buche aber so neu. Was soll das denn? Müssen wir jetzt das wirklich nochmal machen? Das ist doch dumm. Wir müssen uns jetzt zumindest gemerkt haben, wie wir ungefähr reingeschissen haben. Weißt du, wie sollen wir uns das merken? Wir haben null Anhaltspunkte für irgendwas. Nein, ich meine, wir sollten es nicht nochmal so anordnen wie vorher. Sonja hat sich schon mal nicht gemerkt, dass der jetzt schon wieder voll da ein Busch und kein Baum ist wahrscheinlich. Nö, das ist bestimmt ein Baum. Ich bleib dabei, dass die Rubinie nicht existiert. Das zählt trotzdem als Baum. Ist der Rubinie existiert? Der Rubinienbaum. Das klingt richtig. Ja, aber Holder klingt wie ein Baum, ja, wenn ich gerade hier so gucke. Linde hat mir, glaube ich, relativ neu. Ich weiß doch auch, wie ein Wacholder aussieht, das ist doch ein Baum. Ja, wo ist jetzt die Linde aber hin? Ach so, ich hab... Mach ich so. Die hätten wir, glaube ich, relativ modern. Ich habe keine Ahnung mehr. Haben wir zumindest schon mal die Sachen nicht weggeschmissen, die Spiele sind? Irgendwie so. Speierling klang mehr wie ein Vogel. Ja, aber den haben wir weggeschmissen und deswegen ist er, glaube ich, diesmal dabei. Bei uns fehlen ein paar Sachen. Oh. Wir sollten lieber die Hundekirsche wegschmeißen. Eber-Esche ist modern. Wenn es die gibt. Vielleicht gibt es auch nur die Eber und die Zeder und die Esche und... Viel Spaß mit der Hundekirsche. Der kommt weg. Okay. Kann sich verziehen. Oh ja, die hatten wir vorhin nicht weggeworfen. Eben. Weißt du was, Mann? Ich fühle mich lucky. Ich glaube, diesmal haben wir eine richtig gute Serie und wir gewinnen. Mitte? Ja. Das könnte sein. Wir haben auch keine Ahnung. Es kann alles sein. Das war's. Wir haben jetzt fast alle getroffen. Es könnte eine perfekte Reihe sein. Wir haben fast alle getroffen. Bin ich mal gespannt. Oh, das ist ein Streak. Ein gutes Streak. Ja! Ja. Oh, wie gut. Ah, fuck. Wie gut. Die Rubinie existiert. Rubinie, sag ich doch, klingt wie ein Baum. Ah, okay. Oh, das war das mieseste Thema, das es jemals gab. Haben die uns überholt, Mate? Ich glaube, die haben sie überholt, oder? Nee, ich glaube nicht. Nee. Ihr hattet 21.000, oder? Team 21.000. Ich dachte, ihr hattet ein mieses Thema und dann kamen die Bäume des Jahres. Dann kamen die Bäume. Ihr habt gequicksortet. Aber es ist... Ich frage mich ja, ob die nächste Runde immer dann Jahreszeiten kommen, auch wenn man Dings macht. Wir machen noch eine Runde auf jeden Fall. Wir machen noch eine Runde, aber andere Teams, oder? Ich hoffe, ich kann es ändern gleich. Let's go. Upsi, dupsi. Ich glaube, ich kann es nicht ändern. Das Ding. Diesmal nehmen wir keine Themen, die nicht instant gut aussehen, okay? Okay. Wir machen jetzt nicht auf gut Glück, oh, das könnte ja was sein. Okay, Mensch. Also, die fangen an. Okay, erstmal zurücklehnen und absahnen. Kleinsten am größten. Finde ich das gut, klingt oder? Eigentlich machbar, oder? Können wir machen. Ja, machen wir. Hauptsache, es kommen jetzt nicht die kleinsten und größten Bäume, ey. Ja, ich hoffe auch nicht. Wir haben unseren Prompt. Mal sehen, wie ihr klarkommt mit Leuchttürme. Oh, mein oh, Gott. Oh, yes. Was? Oh, ja gut, der Favorikalada einfach aus? Hier. Ich dachte, der ist in der Mitte. Der ist nicht der Größte, aber der ist auch nicht der Größte. Nein, Mann, der klingt fucking groß. Was ist dieses Jackbox-Game? Okay. In Argentinien ist der, okay. Yokohama Marine Tower, Japan. Das ist im Show auch. Ein Lama, das kommt also, aus Yokohama. Nee, ich glaube, das... Ich habe keine Ahnung, wo liegt. Auch nicht. Ist aus Japan, das ist doch alles größer. Machen wir weiter nach rechts rüber. Leuchtturm von Genua in Italien. Das ist doch eine kleine. Wir gehen nur weiter. Busy helfen. Das aber Genua ist, glaube ich, nicht so groß. Das ist doch eine kleine Bude, oder? Genua ist nicht eine kleine Bude, so busy, aber. So busy, guck auf. Aber der Leuchtturm. Diese in China ist doch alles riesig. Der Leuchtturm Mulan 2. Da ist doch alles riesig in China, oder nicht? Aber ich habe keine Ahnung. Ist das jetzt dazwischen? Ja, ich kenne die Stadt ja, einfach ja, nicht. Ja, perfekt. Ja, okay.
Perfekt. Das muss stimmen. Leuchtturm in Jeddah, Saudi-Arabien. Die haben die große Leuchttürme? Bestimmt. Die haben am größten. Ja? Die haben doch bestimmt am meisten Geld reingebuttert. Wie viel hat dein Müllmonster schon gefressen, Morgi? Saudi-Arabien? Mein Müllmonster? Im Wald Saudi-Arabien ja. ist. Also bisher hat es hier einen Leuchtturm gefressen. Herkulesturm Spanien. Ich bin gleich bei 100. Der ist nicht klein gut. wahrscheinlich. Achso, du klickst ja immer noch. Ja, das war heftig. Ich habe schon lange aufgehört. Nein, ich habe längst aufgehört, aber ich war bis 0 durchgeloopt. Jetzt hat's wieder los. Zwei Größen. Ich war bei 27. Ja. Weil der muss groß sein, wenn der Herkulesturm heißt. Oh mein Gott, wenn man 100 hat, kommt unten ein Punkt unten links hin. Oh nein. Man kann das ganze Ding ausfüllen, wenn man schnell... Leuchtturm Houstinien in Holland. Da ist ein kleines Ding, oder? Der ist nicht so groß. Das ist so ein Automatikklicker. Flaches Land, die brauchen keine so hohen Leuchttürme. Neuer Leuchtturm. Dafür sind Leuchttürme nämlich da, um Berge zu überwinden und auszulösen. Der ist so am kleinsten, oder? Das ist ein deutscher Dorf. Wir haben eine Maximalgröße, dann können wir nicht rüberbauen. Okay. Neuer Leuchtturm. Wahrscheinlich. Orkum. Bestimmt. Das ist der letzte jetzt, ne? Deutsch. Der Franzose. Der ist hier so dazwischen. Der will ne? natürlich, er ist nicht ja, gut, ist aber er will auf jeden Fall Deutschland. Der will größer als Deutschland. Okay, ich würde sagen, das perfekte, ist alles falsch. Wir haben perfekte falsch. Reihenfolge, oder würde ich sagen? Nice. Doch. Ich hasse es. Doch, doch. Wieso sieht das so gut aus? Nein. Geht auch nicht. Oh, was? Sie hatten zwei richtig. Aber gar keine Streak. Nee. Drei richtig? Ja, drei richtig. Das ist halt auch wieder für geraten ziemlich gut. Das ganze Game ist geraten. Ich habe jetzt schon wieder alle Leuchttürme vergessen, wie gut sie waren oder wie hoch. Also wenn wir gewusst hätten, wie dieses Spiel abläuft, dann hätte ich definitiv Planeten genommen. Das war ja so simpel. Ja, Planeten wäre easy gewesen. Ja, aber vielleicht kommen ja Planeten aus einem anderen Sonnensystem. Ganz unten, ganz oben. Oder gerne mal prompt, was wollen wir? Schräges? Ja komm, das ist cool genug. Schräges. Ich habe gesagt, ich will nichts mehr machen, was so irgendwie sein könnte, aber das kann ja wirklich alles. Das ist wie der geheime Prompt eigentlich. Oh! Shit! Ey, ich hab einen Segelschein, Leute. Ja, ein bisschen krieg ich das dran. Hin. Naja, ein bisschen könnte ich das Maeve weiß bestimmt mehr, aber... Ich bin dran, okay. Morgi ist da nicht so bewandert. Großsegel. Warte. Ganz oben ist schwierig. Oben ist... Ich meine, das ist eher schon sehr weit oben. Schon relativ mittig, würde ich sagen. Ich würde sagen, das ist sehr weit oben, weil oben im Sinne von, das ist unter Mast, also direkt oben am Mast, da drüber ist höchstens das Nest. Mal wieder hier. Würde ich jetzt schätzen. Das Ruderblatt das ist doch ganz unten. Das ist das tiefste, was du haben kannst, außer das Kiel. Das ist viel einfacher als unser Kiel. Hattensegelboot Kiel. Ja, das ist doch viel leichter. Ist das Ruderblatt das, was ich denke? Ich hoffe. Einfach mal relativ unten. Mhm. Ah, siehst du, Kiel ist noch tiefer. Weißt du, was es ist? Nein. Jedes Schiff. Da ist eine Stadt. Man kann Kiel holen. Das müsste dann dieser ganz unten der Balken sein, der einmal unten durchgeht. Wenn man nämlich dann manchmal durchgezogen. Ist das, so, das Deck ist halt mittig. Das ist halt mittig. Ja. Wir haben so viel leichter als Biofolie. Was soll denn das? War ein gutes Thema. Wo können wir uns beschweren? Ja, nicht gut. Kiel hat manchmal Vorsäge. Auch ist extra noch erweitert. Der ist auf jeden Fall über dem Deck, aber noch vor dem Großsäge, so oder? Das Segelschiff nicht umkippt. Ja, unterm Großsäge, Johnny. Ja, so. Glaube ich. Ich kenne Segelboote nicht wirklich. Pinne. Shit. Pinne, sollte ich mich mit auskennen. was ist denn das? Ist das dieses Ding? Es klingt, als wäre es weiter unten. Ist das das Ding, wo vorne, also wo halt diese... Weißt du, was ich meine? Nein! Die Spitze, die Galionsfigur hat da drüber so eine Spitze. Das also der sein. Mast geht ja ganz hoch. Meinst du, so ist das gemeint? Weiß ich nicht. Das ist komisch, ja, mach mal. Der Mast muss ja höher sein als das große Ding. Der hält das ja fest. Wisst ihr echt nicht, was. Nee, wisst ihr, was eine Pinne ist, ne? Nee, ich glaube nicht. Pinne ist da, wo das Großsegel ganz oben mit einem Seil verbunden ist. Johnny, der Rumpf! Dann ist der Rumpf eher das. Oder? Ich hab keine Ahnung. Nee, warte. Sagen, der Rumpf ist ganz unten. Der Rumpf ist ja weiter unten als das Deck. Scheiße. Der Großbaum? Da kennen wir uns. Da könnt ihr euch doch aus. Das ist der Mast, wo er unten ist wahrscheinlich. Ja, ihr habt doch die Bäume sortiert. Ach du Scheiße, das muss ja auch irgendwo da hinten. Keine Ahnung. Keine Ahnung, hier. In meinen haben die keine perfekte Serie. Nee. Aber der Baum des Jahres 1988. Das war auf jeden Fall am Ende ein bisschen reingeschissen. Wie ist es für euch gelaufen?
Also ich weiß, dass die Pinne falsch ist. Der Ausguck war nicht da. Der geht's wahrscheinlich auf Segelbooten nicht unbedingt. Yes! Das war schön. Ansonsten. Oh, das stimmt! Tja, Fully. Auf jeden Fall ist die Pinne nicht dort. Ganz solide, würde ich sagen. Boah, das war strong. Ja, okay, wahrscheinlich, weil das so zählt, dass die Pinne auf dem Deck ist. Für die ganzen. Ja, okay. Tja. Okay, Runde 2. Runde 2. Ah, wenn wir jetzt kein gutes Thema kriegen, Fully, dann weiß ich auch nicht mehr, was wir machen sollen. Ja, wir haben ja voll reingeschissen. Nee, die Pinne ist am Steuerrad. Hab ich doch gesagt, hinten. Weltall am kleinsten. Nee, geheim. Das ist ein gutes Thema, glaube ich. Irgendwelche Gasdinger und so. Oh, ihr nehmt geheim? Oh, ich hätte da Weltall. Oh, was? Ihr habt geheim genommen? Nein, da kommt. Oh mein Gott, das weiß ich nicht. Da kommt bestimmt so Galaxie. Oh, Skandinavien ist ganz oben. Ja. Okay, das ist gut, weil Länder können wir vielleicht ausschließen, weil was kein Land ist. Oder wenn sie nicht glücklich sind. Okay, wer fängt an? Ich. Fühl ich. Niederlande, ziemlich weit oben. Mich auch sagen. Nicht das höchste, aber ziemlich weit. Ja, Sufi, ihr habt ein leichtes Thema bekommen. Schweden ist über Niederlande, glaube ich. Schweden ist weit vorne, ne? Ja, ja. Ne, nicht so weit, nicht so weit. Dänemark müsste Platz 1 sein. Okay. Also mach ein bisschen Platz. Mach ich hier. Ja. Schweden ist super deprimiert. Ja, das habe ich auch. Ich bin mir gar nicht sicher, ob Schweden deprimiert oder glücklich war. Also nein, Schweden müsste top. Schweden ist top 3. Ja. Schweden war oben, aber auch super unglücklich als Niederlande. Ja, aber ich hätte es auch höher geschätzt, glaube ich. Vielleicht. Also man weiß nicht, was noch kommt. Ne? Deutschland ist, glaube ich, sehr unglücklich tatsächlich. USA nein. ist, glaube ich, unter Deutschland. Deutschland war, glaube ich, Platz 10 oder so bei den. Ich würde hier sagen, oder? Das ist nicht so schlecht. Ja, ich würde auch sagen, USA ist unter Deutschland. Deutschland ist nicht so übel. Ja, Platz 10 klingt nicht so. Oh, Brits sind fucking miserable. Die sind unten. Ja. Die sind hier. Wenn nicht sogar ganz. Na, übertreib's nicht. Ja. Man muss die Fully manchmal bremsen. Das gibt's nicht. Arendelle ist kein Land. Man muss den Fully bremsen. Yum, 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 yum. Dänemark, das müsste Platz 1 sein. Ja, mach's vorne hin. Ja. Genau. Hätte ich auch gesagt. Nicht zu weit. Vielleicht kommt ja noch was, wo wir denken, ah ja, doch. Aber was? Norwegen zum Beispiel. Ist hinter Dänemark zumindest. Aber ich weiß nicht, ob über Schweden ist. Also machst du dazwischen. Ja, so? Ich kann's auch aufmachen hier. Aber ich mach's mal unter. Ja. Ich glaube, Norwegen müsste Platz 1 sein. Kakariko, ja. Kakariko ist. Da sind die Leute sehr glücklich. Ne? Da sind sie nicht. Der Weg ist versperrt, Fully. Nein! Du bist ein Idiot, Fully! Das sieht man doch! Oh mein Gott! Fully, Kakariko gibt's doch gar nicht, du dummen Kopf. Oh Mann, der denkt, das ist das glücklichste Land der Welt. Nee, ein bisschen wie Norwegen. Ich glaube, Gleichstand ist auch nicht gut, wenn man das macht. Finnland ist auch so wie. Das musst du machen. Gott, wie die ganzen nordischen Länder über Deutschland. Nicht so weit. Ist super schwer dadurch, dass die Finnland gar nicht so. Die Finnen sind sehr happy auf jeden Fall. Sehr heftig. Ich wollte sagen. Asgard. Fully, ey. Kakariko auf 1 gewählt. Das wollte ich ja gar nicht. Reingeschissen. Mann, es tut mir so leid. Blockabwurf abgeschlossen. Du musst doch merken, dass das Feuer nicht angeht vom Ofen. Das ist mir nicht aufgefallen. Okay, jetzt wieder Kakariko, ich weiß, wo weit hinten ist. Oh, shit. Dass es dir nicht aufgefallen ist. Oh, Deutschland stimmt einfach. Oh, Finnland ganz vorne. Finnland wäre doch vor Dänemark gewesen. Holy shit. Ah, guck mal, Schweden sind wir nur 7. Deutschland auf 13. Dann haben wir eine Serie dort. Mit 2. Kakariko. Eieieiei. Ja, aber was, also wir könnten ein so viel schlimmeres Thema bekommen. Das ist unerwartet schlecht für euch. Zum Beispiel die Bäume des Jahres oder so. Ja. Das Problem halt ist, sie haben halt die Top 10 glücklichsten Länder gefühlt genommen. Geheimer Prompt, bitte. Was ist das hier? Was für Wochen? Gesundheit. Weiß ich nicht, ich mag das nicht. Ich will die Geheimprompt. Nee, das macht mir Angst. Ah, ja, der Geheimprompt, das unbekannte Sortierwesen. Ah, ja. Traditionelle deutsche Gerichte. Oh! Oh, das ist spaßig, okay. Oh mein Gott. Das ist so unfair. Wir haben den Nord- und den Süddeutschen.
Das ist nördlich. Und Leute, ich hatte noch nie ein Franzbrötchen. Nein, das ist Süden, Johnny. Oh. Ich hatte noch nie ein Franzbrötchen. Yep. Franzbrötchen. Das nennt man nicht so. Ich hasse alles daran, dass ihr diese Kategorie kriegt. Franzbrötchen, große Empfehlung von mir. Holt euch ein frisches. Ein Brezel, das ist ganz klassisch südlich. Was soll denn das? Wenn ihr mal in Hamburg seid. Es fängt einfach auch mit Bier und Bobby an. Aber kriegen wir doch Semmelknödel. Maultaschen südlich, mein Freund. Das ist nicht euer Scheiße. Deine Maultaschen. Da, oder? Nee, nicht so südlich. Aber ja, das. Ja, die ist man auch noch ein bisschen weiter oben, ja. Wir haben erst vor 4 Tagen oder so über Maultaschen geredet. Ich hab noch nie Maultaschen gegessen, weil ich aus dem Nord bin. Ja. Hä? Ja, die kommen nicht aus Soll. Oh. Kommen die dann einfach weg? Shit, ja, natürlich kommen die weg, das ist kein deutsches Gericht. Müll. Weg damit. Rahmen. Ganz recht, Fully, ist es nicht. Mal sehen, ob noch was kommt, was wir beide nicht kennen. So mad. Ich bin so sauer. Leber geht. Oh, südlicher als Maultaschen. Okay. Bisschen nördlicher als Brezeln, so sage ich. Nördlicher als Brezeln? Ja, oh, so ein kleines Stück. Die gibt's halt überall, die Brezeln. Die sind super bekannt geworden, aber. Das heißt nicht, dass sie da nicht herkommen, ne? Ganz aus dem Süden. Schwarzwald ist so mittig, bisschen nördlicher, würde ich sogar sagen. Ja. Wo ist der Schwarzwald? Nördlicher als Maultaschen. Rheinland-Pfalz, oder? Nürnberg, Ist auch nördlicher als Maultaschen, sag ich. Zwischen Kirschtorte und Maultaschen. Ich hätte es nördlicher als die Kirschtorte gepackt, tatsächlich. Achso? Ey, Maeve, das ist so unfair, oder? Bin mir unsicher gerade, wo Nürnberg ist. Schwarzwald. Ich hätte es genauso bisher eingeordnet. Okay. Schrecklich. Okay. Fish and Chips. Oh, den Moggy wird's leicht gemacht. Einfach runtergedownert. Er darf hier entsorgen, was das Zeug hält. Was haben wir? Wir haben gerade. Königsberger Klopse. Die sind nicht allzu südlich. Wir hatten bisher einen gewissen Fokus auf Süddeutschland, fällt mir gerade auf. Die esse ich unfassbar gern. Ich frag mich, ob sie nördlicher sind als Franzbrötchen, aber ich glaube nicht. Na. Und mit Kapern oder ohne Kapern? Mit Kapern natürlich. Im Norden mit Kapern. Aachen ist existiert da wahrscheinlich das? Zwischen Königsberger und Kirschtorte. Ja, das existiert. Also hier rein? Nee, Kirschtorte. Aber gut. Oh, shit, Aachen egal. Ist, ja. Boah, da streiten sich Hamburg und Berlin, wo es herkommt. Das macht hier nicht viel Unterschied sein, bei der Liste. Mehr, das ist doch mehr Osten, ne? Nein. Da packe ich es hier hin. Ich würde ja, schon sagen, dass es ziemlich Berliner ist. Okay. Nee, ich komme mir nicht immer, bekannt das vor. Ja, ich auch nicht. Ich habe das Gefühl, das kommt nicht aus Deutschland. Nie gegessen. Ja, wie das heißt. Bin ich jetzt fertig? Ja, das war's doch schon. Currywurst, glaube ich, falsch, oder? Aber sonst recht. Wieso falsch? Also, ich würde sagen, es wäre nötiger, oder? Nee. Ja, Currywurst würde ich auch sagen. Berlin sagt auch, dass sie die Currywurst gefunden hätten. Ah, ich wusste, es ist doch nördlicher. Ja. Aber der Rest ist doch was? Was? Warte, der ist der Schwarzwald so südlich? Der ist vielleicht ziemlich groß. Der ist sehr südlich, ja. Leberkäse hätte ich übrigens auch mittig eingeordnet. Also ich weiß ungefähr, wo der Schwarzwald ist. Ist auch jeder Leberkäse. Aber ich glaube, ich habe die anderen Sachen viel südlicher eingeschätzt. Wir können ja irgendwie einholen, oder? Aber man auf jeden Fall besser machen. Es gibt aber hier richtig coole Prompts, muss man sagen. Aber es gibt auch richtig beschissen. Dafür, dass wir wussten, was das alles ist ungefähr, waren wir geografisch nicht so gut platziert, glaube ich. Ja, aber es ist halt auch schwer einzuschätzen, wo es jetzt wirklich genau herkommt. Okay. Ja, ich dachte, die anderen Sachen sind viel südlicher als der Schwarzwald. Geschichte. Ich hab Trends. Oh, der älteste und neueste Ahnung. Trend. Das klingt nach einer spaßigen TikTok-Challenge. Machen wir lieber geheim? Ja. Hey. Ja, okay. Ah, der Geheimprompt. Keine Ahnung. Ich hab ein bisschen Angst, was da kommen könnte. Ja, ich weiß es auch nicht. Der Geheimprompt. Natürlich. Ach, cool. Das ist auch spaßig. Das ist cool. Oh, ich will nur so Lebensmittel-Shit. Was ist Kefir? Kefir ist so eine Art Käse oder so, ne? Ist das viel vermittelt? Oder Joghurt oder so. Wenig? Ist schon ein bisschen. Machen wir ein bisschen weiter nach links. Was, in der Mitte? Oh, ein bisschen nach links, okay. Keine Ahnung. Ich kenne das gar nicht. Ich hab's noch nie gegessen oder ich so. Ich wollte euch nicht wieder vorwegnehmen, dass das existiert. Kimchi ist fermentiert, oder? Kennst du das? Eingelegt. Ja, wo das ist das? Wo kommt's hin? Wo kommt's hin? Nicht, wie lange das. Ich weiß nicht, wie lange das gemacht wird, es ist eingelegtes Zeug. Oh, scheiße. Eingelegtes Erdbeeren. Zeug. Ja, die sind gar nicht. Gar nicht, oder? Ganz links, oder? Ja.
Oder ist das Müll? Nee. Erdbeeren sind nicht fermentiert. Was macht ihr da? Oh, was macht ihr da? Wir müssen Müll werfen müssen, oder was? Erdbeeren sind doch nicht fermentiert. Nicht. Vermutlich. Deswegen. Es gibt doch Müllprompts. Wir hätten es vielleicht wegwerfen müssen, ja. Ja, ich weiß. Das ist schwer zu wissen, weil das ist halt auch ein Lebensmittel gewesen. Also. Tempeh, weiß ich nicht. Ja, aber nee, Erdbeeren ist ja nicht fermentiert. Nicht. Die ist ja nicht kurz fermentiert, sondern gar nicht. Woggy macht das so sauer. Ja. Freu dich doch. Saure Bohnen. Die werden noch nicht, dass sie gleich einen zweiten Versuch kriegen und dann können sie die Erdbeeren wegschmeißen, weil du das sagst. Die haben eh ein Shit-Thema. Die lang fermentiert? Ich weiß nicht. Das stimmt. Ich hab keine Aber wir haben noch kein besseres. Ja, aber dieses Thema ist auch nicht ist so schwer. Scheiße. Sauerteig. Sauerteig. Wie lange fermentiert der? Kurz oder lang? Komm schon, Jungs, das wisst ihr doch. Das ist Müll. Müll? Ja, oder? Keine Ahnung, ich sag mal. Ich denk nicht, dass der fermentiert ist auf irgendeine Art und Weise, oder? Wahrscheinlich nicht. Dann lässt ihn, glaube ich, einen Tag liegen, oder? Können wir irgendwie Alkohol haben? Cornflakes, ja, weg damit. Lässt man Sauerteig nicht liegen für einen Tag oder so? Ja, aber das ist doch nicht fermentieren, oder? Weiß ich nicht. Weiß ich auch nicht. Müsste man ja die Hefe wachsen oder so, oder? Kombucha. Was ist das? Trinke Fanta. Das ist doch von Fanta, oder? Ich hab keine Fanta Ahnung. Sei Trinke Fanta sei Kombucha. Das ist bestimmt sehr lang. Trinke Fanta sei Bambucha. Apfelessig, ja, das ist doch lang fermentiert, oder? Ja, bestimmt. Ja, ja, bestimmt. Muss erstmal 100 Jahre lang im Fass gern. Sauerkraut ist halt fast schon Essig. Also ganz ja, also rechts. Essig, ja. Ich esse das. Es ist ja quasi Essig, oder nicht? Ich vertraue dir da, Fully. Essig das oder esse ich das nicht? Die Stäbchen sind gar nicht fermentiert. Ja, hau die weg. Ich esse tatsächlich Sauerkraut zu Weihnachten, aber als brauner Kohl zubereitet. Karamellisiert. Hm. Joghurt. Joghurt. Der Joghurt. Der wird nicht so lang fermentiert, oder? Ein bisschen mehr links? Ja, so da. Joghurt. Da. Ja. Oh, cool. Ich glaube, wir haben verkackt. Aber Joghurt und Sauerkraut hatten wir wenigstens fast richtig. Sehr gut. Oh, Mann, gut ey. Gemacht. Schmeiß die weg, wer der Erdbeeren schmeißt die weg. Weg damit. Ey, ich hab grad wieder Angst gehabt, dass du sie richtig wegschmeißt. Na, alles gut. Der packt das, der stapelt das da nochmal drauf. Die Erdbeeren werden kacke hier. Schreibt ihr, was Tempe ist? Fully will einen Turm bauen. Ist Tempe nicht so eine Art Brot oder? Ach, ich hab echt gar keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Ich mach's mal hier hin. Mach da hin, das klingt gut. Ich mache mir heute noch ein Schläfi, glaube ich. Apfelessig. Boah, dann mach dir mal ein bisschen weniger als Sauerkraut dann oder so. Ja. So, dann machen wir den weniger als Sauerkraut. Dieben Schläfi finde ich auch gut. Ich habe die Maultaschen immer noch nicht zubereitet. Ich glaube, ich. Ein Schlemmerfilet? Ich mach die Maultaschen, glaube ich, so, dass ich in der Ersatzbank davon berichten kann. Das ist clever. Komm, packen wir das. Pack das da so hin. Ich denke, das ist richtig. Ja. Alles Roger in Kombucha, würde ich dir sagen. Kennt ihr Kombucha? Nein. Doch, das ist, Kefir meintest du, ist Joghurt ähnlich, ne? Ja, irgendwie sowas in der Art. Packen wir das da hin. Ich meine, Kombucha ist so ein komisches, wie Brottrunk oder so. Sauerteig ist gar nicht fermentiert, meinten wir, ne? Aber warum kommt es dann aber hier zurück? Aber der ist doch kaputt, der muss hier irgendwo hin. Ja, dann links, ganz links. Nein, nicht. Das ganz links kann ich nicht mehr. Kimchi ist dann mehr so Richtung Sauerkraut. Ich pack den dann sogar vorm Essig. Ich finde das Thema halt richtig schwer. Das Thema ist unfassbar schwer. Ich weiß, es ist besser machbar als der Baum des Jahres. Macht das bei Apfel. Aber auch nicht also vor Baum des Jahres war hier so, ne? Genau. Also irgendwo haben wir doch bestimmt eine Serie. Ich glaube, ihr habt euch sogar sehr gut genähert gerade, wenn ich das so sehe. Kefir müsste beim Joghurt sein. Da ist bloß Hefe noch drin oder so. Komm schon. Kefir ist bestimmt richtig. Ah. Drei Tage, okay. Vertauscht. Das ist leider gut. Jetzt? Richtig gut. Oh, shit. Oh, der Kimchi ist nicht so stark. Ja. 7 Tage. Aber wir hatten 2-2er Serien immerhin. Shit, die haben das gesaved. In irgendeiner Form haben sie es gesaved, Mogi. Ja gut, damit bekommt man eigentlich Punkte für das erste und letzte, wenn man verkackt hat. Das finde ich ein bisschen unfair. Das ist ein bisschen komisch. Oh, stimmt. Aber die kriegt ihr ja auch, wenn ihr verkacken solltet. Ja, wenn wir nicht verkacken, dann sind wir einfach im Nachteil. Aber wenn wir nicht dann verkacken, haben wir gewonnen, oder? Oh, das ist auch stark, das ist super. Oh, das mit dem Song ist halt... Das kann doch Johnny. Ich kenne keine Lieder. Okay. Johnny kann das halt, ne?
Was sagst du, Johnny? Ja, aber das wird bestimmt übelst schwer gemacht. Girls just wanna have fun und so. Ja, aber wenn, ich hab den Song für den Song so gestimmt. Eindeutige Picks. Oh, fuck! Habt Spaß mit die Zeit ist abgelaufen. Von berühmten Schauspielern. Oh mein Gott, von Schauspielern. Bis neuester Song. Bekommen wir hin, bekommen wir hin. Ich kenne einen einzigen, glaube ich. Wir werden keinen dieser Songs werden wir kennen. Ich kenne einen. Ach du Scheiße, keine Ahnung. Klingt für mich nach 80er. Oh, das ist, aber Jeremy Renner ist der Typ, der Hawkeye gespielt hat, glaube ich. Ich könnte die Schauspieler kennen und danach wissen. Okay. Ja, dann nochmal hin. Das ist so ein Avengers-Typ. Aus Avengers. Hasselhoff. Das ist von ihm, was? Hooked on a Feeling klingt nicht nach Hasselhoff. I'm high on... Nein! Was? Keine Ahnung, du hast nichts gesagt! Oh. Willst du mich verarschen? Du kennst doch Hasselhoff. Ja, ich kenne dieses Lied nicht, aber der macht immer noch Musik. Du hast selbst aber 90er. Nee, alles gut, dann könntest du recht haben, wenn er immer noch Musik macht. Du hast nichts gesagt, du hast einfach nur ein Lied gesungen. Wie heißt der Song? Ja, wenn das Hooked on a Feeling das ist, was ich gerade im Kopf hatte, ist es aus den 80ern. Good was ist, ich habe nie davon gehört, existiert das? Ein bisschen neuer. Als Sansa auf jeden Fall. Keine Ahnung, ich kenne Mark Wahlberg, aber wann hat der denn diesen Song gemacht, Alter? Lass ihn mir nicht raus. Ja. Ja. Ich kannte all the time bei 80er. Zwei Sachen kann ich all the time. Johnny singt wirklich einfach nur. Ja, ich versuche rüber nachzudenken, ob ich die Lieder kenne. Millie Bobby Brown ist sehr neu. Super neu. Das ist die aus Stranger Things. Das ist das Neueste. Okay, wir haben bisher noch nichts rausgekriegt, das ist ein Problem. Oh, stimmt. Na, eins. Stimmt, wir müssen ja wissen, ob es das überhaupt gibt. Ich sag das von Hasselhoff war falsch. Ja, daran habe ich gar nicht gedacht, dass wir das rauskicken müssen. Blamest du es oder nicht? Keine Ahnung, wann... Fuck. Ich mache hier den T-Spin. Yeah! Yo! Das geht sogar. Krass. Keine Ahnung, ob die Songs machen. Ich bin einfach bei jedem Song davon das ausgegangen, kommt raus. Dass sie existieren. Nee, ich wette, den gibt's. Aber Jeremy Renner hat niemals einen gemacht. Zu spät, wir werden eh verkackt, diese Runde, also was auch immer. Die haben safe keine Songs gemacht. Boah. Wee Baby. Boah, das könnte so ein 60er-Jahr-Schuss sein, oder? Timothy Chalamet kenn ich gar nicht. Ist das ein Joke an Ice Ice Baby? Nee. Kann sein. Face of the Rock, ja, nein. Neu, ich glaube, das gibt's. Neu. Ja, so zwischen. Ja, da würde ich es packen. Also, wir haben auf jeden Fall zu viele drin. Das weiß ich. Wild West den war. Oh, yeah, yeah. 90er, 2000. Ja, Mist. Yeah. Nein, nach Sandstorm. Ja. Nach Sandstorm. Scheiße. Ja, aber da sind schon so viele. Ich wusste nicht, wohin. Also, Zendaya ist neu. Sogar das zweitneueste, würde ich sagen. Nein, Gott! So doch nicht. Ich hätte könnte trotzdem geklickt. Auch der neueste Song sein. Keine Serien gibt's. Tatsächlich, Face of Ist ganz vorne. Okay, Party okay, on the Table. Jetzt wird's spannend. Ja, jetzt könnten wir gucken. Boah, bei vielen Sachen musst du mich gerade so zurückhalten. Ich weiß halt nicht, ob's den gibt. Gibt's den? Jamie Foxx existiert, das Lied, keine Ahnung. Ich sag, der hat nicht gesungen. Obwohl, der könnte rappen. Ich hätte auch. Wäre mir lieber dahin geblieben. Oh, ich hasse dieses Thema. Du meinst, das ist relativ neu? Oh, warte, Face of Waffen. Gar nicht für die. Ja, das ist da ungefähr. Der hat keinen gemacht. Nee, komm, verpiss dich. Irgendwas müssen wir rausdonnern hier. Ja. Yeah. Ja, das können wir... jetzt ein bisschen besser weg. Gemütlich. Ich würde sagen, Wild Wild West war so 2003 oder so. Ich habe den Film halt auch nie gesehen. Ich glaube, Jamie Foxx müsste ja früher gewesen sein, aber keine Ahnung. Jamie Foxx spielt da auf jeden Fall. Nee, Jamie Foxx ist eher so kurz, als ob der von Mark Wahlberg ist. Good vibration. Wenn dann ist er hier. Marky Mark? Der gute Mark Wahlberg. Das ist ja aus Ted. Aus den 80er, 90ern. Das ist zwischen Wild West und Blame It, oder? 90er, glaube ich. Wenn es Lindsay Lohan ist. Oder es ist. Ja, doch. Lohan hat nicht gesungen, bevor Mean Girls rauskam. Chad hat echt gedacht, dass Rumors vielleicht von jemand anders ist. Das kann natürlich sehr gut sein. Keine Ahnung, wer das ist. Wee Wee Baby. Das ist irgend so ein.
Ja, ist 92 oder so. Ja, noch von meiner Geburt. Jetzt sind wir zu wenig weg. Bam, bam, badam, bam, bam, bam. Ja, mach das mal weg. Ich kenne die, aber. Ne, Moment. Ach, keine Ahnung. Egal, weg, weg. Das ist zu langer Titel. Das gefällt mir nicht. Das ist doch kein Song. Nein, Millie Bobby Brown ist super jung, aber. Ja, ist halt die von Stranger Things, die das gehört. Fruit Sandstorm war jetzt ein bisschen älter als Wild Wild West. Das ist doch, hat doch den perfekten Platz hier. Ah, ich wusste gar nicht. Doch nicht, das passt nicht ganz rein. Ich wusste gar nicht, dass der Root ein Schauspieler ist halt, deswegen krass. Ah, stimmt! Ah, Gott. Stimmt, deswegen könnten wir es eigentlich wegschmeißen. Nein, was hooked on a feeling? Bei Wee Wee Baby, Wee Wee Baby. Ah, gut, mate. Ungefähr. Ja, viel ist ja ein Schauspieler, weiß ich ja nicht. Nein, 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 sind sie nicht. The Root ist kein, wir sind kein Schauspieler. Oh mein Gott, das ist so verwirrend gewesen. Und ich dachte auch, Fruit on a Feeling ist vielleicht von jemand anders, aber keine Ahnung. Ist es safe auch, aber das weiß ich halt nicht. Müll. Ah, das gibt's nicht. Das war der fieseste. Aber Fruit on a Feeling ist wirklich halt. Sandstorm war halt kein Schauspieler. Ja, dann hätten wir, auf jeden Fall Jeremy Renner und so hätten wir drin lassen müssen. Ja gut, wir haben verloren. Guck mal, das ist eigentlich auch richtig. Ja. Das war so schlecht. Ich hatte auch von nichts davon eine Ahnung. Ich kannte niemanden. Nee, ihr habt aber trotzdem gewonnen. Let's go! Ihr habt es schon ganz gut gemacht, denke ich. Ja. Let's go! Team Flipflops, yes! Woo! Da schwimmt man noch richtig die Zähne im Wind. Zahnreihe. Ich mochte meine Pfleger. Themen echt nicht. Ey, Moggy, du bist so eine Art Jackbox. Ja, ja. Moggy ist eine Art, ja. Dieses Spiel. Das ist cool, aber schwierig. Es ist schwierig, ja. Ja, ja. Hat Spaß gemacht. Ich fand's eigentlich ganz cool. Ja, Spaß. Man lernt ja auch ein bisschen was. Es war alles nett bis auf Bäume des Jahres. Das ist halt einfach so eine Sache, da hat man einfach null Anhaltspunkte. Aber Leuchttürme auch und so eine Sache. Leuchttürme sagen, gut, okay. Ja, aber bei Bäumen. In Saudi-Arabien, die werden den größten vielleicht haben. China hat wahrscheinlich größere Leuchttürme. Aber guck mal, von den ganzen Leuchttürmen, kanntet ihr überhaupt einen? Nein, aber die Länder kann man ja zuordnen. Ist es komplett willkürlich, weil die voten das ja irgendwie. Also ich weiß nicht, was es mir bringt, die Länder zuzuordnen, wenn du nicht wusstest, wann irgendein Komitee entschieden hat, welcher Baum gerade dieses Jahr cool ist. Aber dann bei Spiele des halt Jahres von Brettspielen wussten wir das ja auch nicht. Also es nein, da ging es doch darum, wann die rauskommen. Nö. Doch. Das waren Spiele des Jahres. Spiel des Jahres war das. Ja, das ist immer dann Spiel. Ja, aber es geht ja damit, es ist ja nur damit es rauskommt, das Spiel des Jahres. Also, das Spiel wäre viel, viel cooler, wenn es weniger Bullshit-Kategorien gebe und viel mehr von den coolen Kategorien. Der Unterschied ist, beim Baum des Jahres kannst du halt nicht sagen, ja, der Baum kam in dem Jahr raus. Die Eiche kam von vor einigen Jahren raus. Ja, denke ich auch. Die Eiche, die gibt schon ein paar Jährchen. Jo. Chilischote des Jahres, würde ich fühlen. Ja. Da bin ich auch kein Fan von. Die kommen raus, da gibt's Releases von. Wo ist die Jalapeno? Da fieber ich drauf hin. Livestream, Chilischote des Jahres Reveal. Der Let's Johnny go. Hat Magazine dafür abonniert. Von den Machern der Carolina Reaper kommt jetzt. Es gibt der Typ, der Ghost Pepper gemacht hat, von dem habe ich mal die Doku gesehen. Ja, klar. Die machen Releases sozusagen, die züchten was Neues und dann geht's los. Da gibt's auch so Spin-Offs wie die Chocolate. Ja, aber pass auf, weißt du, was der Unterschied zwischen dem ist und dem Video hier? Bei Chilischoten geht's los und bei diesem Video hier geht's zu Ende. Tschüss. Das war schrecklich. Das war schon weit entsprechend. Bis zum nächsten Mal, tschüss. Ciao, ciao. Ciao.